Moin moin und was geht? Erstmal, bevor wir starten, ein fettes Sorry. Sorry, dass nichts kam. Ich hatte eigentlich noch vorgehabt, zu zeigen, wie man Maps in 5M installiert. Das konnte ich nicht machen, weil zum einen der Server irgendwie ein bisschen geleckt hat, gebuggt hat. Das ging nicht. Zum anderen hatte ich wenig Zeit privat. Und zum dritten habe ich noch mit einem Kumpel einen anderen Server gemacht. Da mein jetziger Server irgendwie nicht mehr verfügbar ist, whatever, werde ich das jetzt auf dem Server meines Kumpels versuchen. Nicht wundern, dass da schon viele Ressourcen drauf sind, aber das ist unser Server, der bald released wird. Also wenn ihr, auf jeden Fall geht's jetzt los. So, wenn wir dann jetzt hier eine Map geholt haben, laden wir uns jetzt einfach die runter. Die muss 5M unterstützen, da ich das jetzt schon mal gemacht habe. Einfach die Datei öffnen. Und dann kommt das hier. Dann klickt ihr drauf. Manchmal müsst ihr es selber machen, manchmal nicht. Hier ist es jetzt so, dass das 5M ready ist. Das heißt, ich drücke auf 5M drauf. Da kommt dieser Name. Wenn ich drauf drücke, kommen diese zwei Dateien. Die brauche ich. In dem Stream-Ordner müssen die Dateien drin sein für die Map. Und in der Resource stehen halt die Dinge drin, dass es eine Map ist. Wenn ihr dann jetzt hier diesen Namen habt, geht ihr einfach mal auf Umbenennen und kopiert den heraus. Steuerung C. Dann nehmt ihr euch den hier zur Seite. Dann geht ihr in euer FTP-Browser. Und dann geht ihr jetzt einfach die Map hier einfügen. Bei uns habe ich jetzt so gemacht, dass wir extra die Kategorie Maps haben. Da gehe ich jetzt drauf. Nicht wundern, wir haben schon ein paar hier drauf. Und ja. Dann geht ihr einfach hier drauf, zieht das hier rein. Wenn es dann drin ist, dann, wie gesagt, einfach Namen kopieren, dann geht ihr jetzt zu eurem Anbieter, wo ihr den Server gehostet habt. So, wenn ihr jetzt in eurem Ding seid, geht ihr einfach runter und geht auf Configs und dann hier auf server.cfg Datei öffnen. Dann scrollt ihr halt da runter. Bei mir muss ich das jetzt hier unten reinschreiben, genau, Maps, damit das alles sortiert ist. Dann Start und dann eben wieder Steuerung V speichern. Die können wir hier dann schließen. Oder ihr geht in euren FTP-Browser, dann zurück und dann einfach hier auf Server-Config und startet es dann. Wichtig, ihr müsst es speichern. So, dann geht ihr einfach auf euren Server. Und dann fliegen wir mal zu der Stelle hin, wo das eigentlich ist. In meinem Fall war, da ich nicht weiß, wo das ist, muss ich mal mit Noclip hinfliegen. Dieser Server geht bald online für jeden. Er ist halt noch nicht im Release, weil ihr habt es gesehen, jetzt spawnt irgendwo und nirgendwo und das wird dann natürlich keinen Sinn machen. Genau. Hier ist es und tada, die Map ist da. Mit allem, was wir halt so hinzugefügt haben. So fügt ihr Maps hinzu. Genau. Ich gebe euch die Empfehlung, dass ihr die Map nicht startet, wenn ihr auf dem Server seid, weil der Server dann crashen kann oder einfach rausfliegen könnt. Das war es auch jetzt schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses kurze Video, ja. Und sorry nochmal, dass keine Videos kamen. Und kommt gerne auf unseren Discord, bald ist Release. Ich dachte, ich muss noch ein paar Bugs fixen. Das machen wir dann. Und noch ein paar Dinge. Es wird auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall. Ciao, bis zum nächsten Mal.